Ja, willkommen zu ein paar Unboxing-Videos. Ja, ich habe heute zu Weihnachten, oder genau gesagt zu Heiligabend, die Nintendo Switch gekriegt. Und natürlich noch andere Geschenke, die ich auch in diesem Video euch zeigen möchte. Aber erstmal die Switch. Ja. Ganz vorsichtig auspacken. Heiligtum. Ist ein bisschen groß. Kabel. Joystick. Controller, genauer gesagt, Switch-Controller. Auch noch Controller. Das ist die, oder man sieht mich. Das ist die Nintendo Switch. Da wird die anscheinend aufgeladen. Diese keine Ahnung, wie das funktionieren soll überhaupt. Kommt so ran. Ja, und dann kann man zocken. So einfach ist das. Die Switch ist Handheld und Heimkonsole zusammen. Denn wenn man zum Beispiel verreist, muss man nur das hier mitnehmen. Irgendwo kann man auch die Karte, da kann man die Karte reinstecken, so die Spielkarte. Natürlich muss es auch vorher aufgeladen sein. Ich glaube, ein Stift oder so was ähnliches hat die Switch nicht. Ja, hier kommen die Karten rein. Die Switch-Karten, das sage ich euch später. Ja, da könnte man diese. Kriegen wir die auch wieder ab. Ich möchte jetzt nicht allzu viel Gewalt da verwenden. Deswegen lasse ich es mal lieber. Auf jeden Fall kann man diese Teile da noch daran stecken. Irgendwie. Sehr nice. Fragt mich nicht, wie man die abkriegt. Möchte ich jetzt auch nicht ausprobieren. Ja, hier stellt man das da rein, dann kann man das auch auf dem Bildschirm irgendwie, also auch auf dem Fernseher spielen. Oder ist es so? Oder so. Da muss mich noch da ein bisschen reinfuchsen. Wie es funktioniert.
Aufladekabel und halt. Ich glaube, damit man das halt auch am Fernseher spielen kann. Ja. So weit, so gut. Jetzt kommt das Spiel, was ich für die Switch gekriegt habe, und zwar Luigi's Mansion 3. Hier, Luigi's Mansion 3. Das sind noch nicht alle Geschenke. Er kriegt natürlich auch morgen und Samstag noch Geschenke. Aber die Hauptgeschenke habe ich heute gekriegt. Ja, Luigi sieht man. Dann natürlich die drei. Und Fluigi, glaube ich, heißt der Grüne. Ja, Luigi ist verängstigt. Freigegeben ist das Spiel ab 6. Ein entspannter Hotelaufenthalt. Was soll da schon schief gehen? Mit Professor Igitzens neuester Erfindung, Fluigi. Wechsel zwischen Luigi und Fluigi in der Story und separate Steuerung beider Themenspiele. Fluigi können entweder Gitterstäbe noch Lüftungsschlitze aufhalten. Das aufgemotzte Schreckweg verfügt über neue Funktionen. Schleudern. Füge Geistern mehr Schaden zu, indem du sie auf den Boden schleuderst. Bis zu 8 Spielern kann man das spielen. Den Würfelturm gibt's. Ja. Und das ist das Spiel. Ja, Nintendo hat so eine Funktion gemacht, wenn man diese Karte ablecken würde. Die hat so einen bitteren Beigeschmack. Damit halt kleine Kinder das nicht verschlucken. Ausprobieren werde ich es jetzt natürlich nicht. Ich glaube schon, Nintendo, dass es bitter schmeckt. Ja. Auf jeden Fall sehr nice. Ja, dann kommt es. Jetzt habe ich nun auch die DVD, die ich gekriegt habe. Und zwar Alarm für Cobra 11. Staffel 4, Episode 46. Staffel 4 und 5. Episoden 46 bis 56. Freigegeben ab 12. Ja, 11 Folgen auf 3 DVDs. Ja. Erdogan Atalay, René Steinke, alias Semih Gökhan und Tom Kranich. Hier sieht man noch ein paar Folgen Szenen. Ja, Episoden. Höllenfahrt auf der A4. Pilotfilm. Blinde Liebe. Tulpen aus Amsterdam. Das 2. Eine böse Überraschung. Hase und Igel. Highway Maniac. Maniac. Auf der Flucht. Dann Disc 3. Gefährliches Spiel. Geheimnisvolle Macht. Die Hütte am See. Die schwarze Rose. Ja. Ich hasse es immer, diese DVDs aufzumachen. Shit. Nur ja nicht die Switch kaputt machen. Oh. Bloß nicht um, Handy. Folie. Und komm raus. Ja. Hier sehen wir nochmal Tom und Semir. Ja, das gleiche Logo wie auf der Hülle.
Ah, da stehen noch mal die einzelnen Folgen. Ah. Und das sind die drei Discs. Ja. Wirklich nice. Natürlich habe ich noch Schokolade und Geld gekriegt, aber ja, das Typische. Und ein Buch, Cracks Tagebuch, kann ich auch noch zeigen. Cracks Tagebuch 15. Halt mal die Luft an. Ja. Wirklich nice. Ja, damit euch noch frohe Weihnachten. Und ja, bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Und ja, das war's. Ciao.